Herzlich willkommen zu Tag 2 der Hardliner Training in den USA. Gestern hatten wir den ersten Tag hier verbracht und der hat wahrlich einige Veränderungen für uns, für unser Empfinden mitgebracht. Das Wetter war der alles entscheidende Faktor. Gestern Morgen noch 30 Grad bei 70% Luftfeuchtigkeit, aber dann schlug das Wetter um. Innerhalb von 30 Minuten zog ein Gewitter auf, wie wir es selten erlebt haben. Wir konnten gerade noch so in die Busse rein und die Instrumente wie der LKW verstauen und dann ging es auch richtig los und das für eine ganze Stunde. Wir haben danach dann ungefähr 32 Grad gehabt mit einer Luftfeuchtigkeit von 90% und da war es echt zum Schneiden und sehr, sehr schwer für die Leute. Neben mir stehen jetzt Bianca Wedel und Heinz Stör, das sind die Drummager in diesem Jahr, der Hardliner, und ich frage mal Bianca. Bianca, das erste Mal in Amerika überhaupt, das erste Mal in Amerika auf der Kiste stehen, wie wir sagen, und einen kompletten Run-Through gestern Abend dirigiert. Was ist das für eine Erfahrung? Erzähl mal. Es ist Wahnsinn, also es ist unglaublich schon allein die Tatsache, dass wir endlich hier angekommen sind, endlich in Amerika und hier dirigieren zu dürfen bei dem Chor definitiv. Also stolz bin ich definitiv überhaupt, über alles. Macht einen Riesenspaß. Ja, das ist schön, super. Das ist schön zu hören. Heinz, du bist wie letztes Jahr Assistant Drum Major, das heißt, du dirigierst Backfield. Auch für dich das erste Mal in den Staaten und gleich mit einem Drumcore und dirigieren dürfen. Das Wetter, ich hatte es gerade eben beschrieben, das war schon sehr anstrengend gestern. Und man hat es auch gemerkt, die Leute waren am Ende richtig erschöpft. Viele haben gesagt, so habe ich in meinem ganzen Leben noch nie geschwitzt wie bei diesem Run-Through. Wie hast du es empfunden? Also das kann man so bestätigen. Wir sind zwar hartes Training gewöhnt, aber die Wetterumstellung und natürlich auch die Zeitumstellung haben uns in den ersten Tagen extrem viel zu schaffen gemacht. Das Gewitter gestern war so extrem, also sowas haben wir noch nie erlebt. Also wir hätten zum Schluss, der Platz war so feucht, auch als Synchronschwimmer durchgehen können. Aber die Leute hier sind das Kämpfen gewöhnt und wir wissen auch ziemlich gut, was wir tun. Und ich denke mal, das wird noch eine großartige Woche. Und wir beide sind verdammt stolz, auch die ersten Drum-Major aus Deutschland zu sein, die hier in der Staaten laufen dürfen. Das ist was, was uns niemand nehmen kann. Da sind wir sehr stolz drauf. Vielen Dank, Heinz. Vielen Dank, Bianca. Ja, morgen ist Showtag. Dann geht es um ungefähr 6 Uhr los. 3 Stunden Fahrzeit ist geplant. Wer den Großraum New York kennt und Bridgeport liegt etwas nördlich von New York, der weiß, dass aus diesen 3 Stunden auch mal locker 5 oder 6 werden können. Wir sind gespannt, was der Tag heute bringt. Gestern hatte ich angekündigt, mal gucken, was die anderen machen. Die ganzen Videosnipes, die gingen verloren, aber heute holen wir das nach und ihr kriegt die ersten Ausschnitte von den Hardlinern auf dem Feld. Also gucken wir mal, was die anderen machen. Yeah.